Gefühle. Ich werde euch hier zeigen, die gemischten Gefühle. Wir haben das in unserem Unterricht gemacht und hier haben wir manche Sätze. Satz 1, Petra hat viel gearbeitet, jetzt ist sie und geht schlafen. Schlafen ist, ja, schlafen. Wenn ich schlafen gehe, dann bin ich müde. Eins ist müde, jetzt ist sie müde und geht schlafen. Ich hatte keine Zeit zum Mittagessen. Wir essen zum Mittag und sie hatte keine Zeit. Jetzt bin ich hungrig. Und 2 ist hungrig. 3, das habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Oh, ich bin wirklich überrascht. Überrascht. Ich habe das nicht erwartet. Und 3 ist überrascht. 4, mein Sohn hat die Prüfung bestanden. Er hat eine gute Note und ist sehr glücklich. Ja, wenn ich eine gute Note habe, bin ich sehr glücklich. Und Elsas Freundin wird nach Brasilien auswandern. Wie schade. Ja, sie werden sich nicht mehr sehen können. Und Elsa ist sehr traurig. Sie ist sehr traurig. Ihre Freundin geht und sie kann sie nicht mehr sehen. 5 ist traurig. Und 6, seit Hans Marianne kennt, Hans kennt Marianne, ist er total verliebt. Er liebt Marianne und Hans ist verliebt. 6 ist verliebt und ich habe nichts zu tun. Wenn ich nichts zu tun habe, bin ich sehr, sehr gelangweilt. Ich bin gelangweilt. Und 8, Philomena spricht nicht gern mit fremden Menschen. Fremden Menschen. Und sie ist schüchtern. Schüchtern. 9, wenn du bist, solltest du im Bett bleiben. Ja, wenn wir krank sind, sollen wir im Bett bleiben. Ja, wenn wir krank sind. Und 10, kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Wasser? Ja, was ist Wasser? Ja, ich bin durstig und ich möchte etwas trinken. Und es ist schon sehr spät. Meine Tochter ist noch nicht zu Hause. Es ist sehr spät. Ich bin sehr besorgt um sie. Ja, meine Tochter. Wo ist meine Tochter? Ja, ich bin besorgt. Und? Du sprichst zu viel. Du sprichst zu viel. Das macht mich nervös. Du sprichst so viel und ich bin sehr nervös. Ich habe das nicht absichtlich gemacht. Ja, das wollte ich nicht machen. Bitte sei nicht böse. Bitte sei nicht böse. Und sei nicht so, es gibt keine Geister hier. Geister? Weißt du Geister? Oh, sei nicht ängstlich, da gibt es keine Geister. Und der letzte Satz, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, keine Antwort. Ich bin total verwirrt. Also auf Wiedersehen, wir sehen uns dann bald wieder.